Lisa ist eine ältere Frau, die mit ihrem Mann in ein Hotel gezogen ist. Sie ist unheilbar an Krebs erkrankt und möchte ihre letzte Lebenszeit nicht in einem Krankenhaus verbringen. Sie bekommt starke Medikamente, die sie immer wieder wegdämmern lassen. Und in diesen Dämmerphasen kommt das an die Oberfläche, was sie sonst aus ihrem Leben völlig ausgeklammert hat, worüber sie nie spricht, was aber dennoch ihr ganzes Leben beeinflusst hat. Als sie aus Freiburg flüchten musste, musste sie ihre Großmutter zurücklassen, da die Familie nicht genügend Einreisevisa für die USA bekommen konnte. Sie hat eine sehr intensive Bindung zu ihrer Oma und weiß, was auf diese zukommt, wenn sie nicht mitkommen kann. Deshalb will sie den Grund, weswegen die alte Dame auf das Mitkommen verzichtet, nicht einfach hinnehmen. Weil ich euch liebe. Ich will nicht von dir weggehen, weil du mich liebst. Lieb mich einfach nicht, Oma, dann brauche ich dich nicht zu verlassen. Ich kann aber nicht aufhören, dich zu lieben. Lieb mich einfach nicht, aber verlass mich nicht. Und dieses Verquere, lieb mich nicht, aber verlass mich nicht, wird zum Thema ihres Lebens und im Besonderen ihrer Ehe. Die berührende Geschichte mündet letztlich in eine Art Happy End, denn... Erinnern ist zwar schmerzhaft, aber es kann trotzdem heilen. Die Geschichtslehrerin Rosita Dienst-Demuth von der Lessing-Realschule hat im Rahmen eines Forschungsprojektes mit ihren Schülern das Theaterstück entdeckt. Der Mann der echten Lisa hat es geschrieben. Die Historikerin kann die Regisseurin Christine Kalfas für die Inszenierung gewinnen. Mich hat das Psychotherapeutische an dem Stück sehr interessiert, wie sie so eine Geschichte ins Positive wandeln können, wie man da in die Seele dieser Menschen eintaucht, auch wirklich eine Heilung dahinter steht und das innere Kind, was ja so sehr verletzt ist, mit dem erwachsenen Menschen sich wieder verbinden kann. Christine Kalfas fand unter den Schauspielschülerinnen im Theater am Martinstor ihre Darstellerinnen für die junge und die alte Lisa. Katrin Joos spielt das 10-jährige Mädchen sehr überzeugend. In dem Moment, wo man wirklich in der Rolle drin ist, verkörpert man das auch und fühlt das dann auch in dem Moment richtig mit. Und auch Melanie Holschuh als alte Lisa konnte sich mit ihrer Figur schnell anfreunden, obwohl es nicht ganz so einfach war. Schon allein ja von der Körpersprache her ist es natürlich eine ältere Person, dann auch noch in so einem Stadium von einer Krankheit. Es ist schon eine Herausforderung, das zu spielen, aber war auch ein Grund, was die Rolle eben auch so interessant macht.